Sie gleich, woher Sie kommen? Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 1800. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten wieder in Anno 1800. Sorry dafür, dass jetzt ein Tag mal keine Folge kam. Es hat leider zeitlich nicht reingepasst. Die Folgen, die vorher kamen, waren noch vorproduziert. Im Eurotruck-Simulator hat hier auch schon drüber geredet. Die Folge wird allerdings erst in ein paar Tagen wahrscheinlich kommen, dass es einen Todesfall in der Familie gegeben hat. Und deswegen haben die Aufnahmen leider ein bisschen gestockt. Ich hoffe, ihr versteht das, habt da Verständnis für. Aber jetzt soll es wieder weitergehen und damit starten wir also. Wir sind hier bei der Stadt. Da ich jetzt einige Tage nicht aufgenommen habe, müssen wir erstmal gucken, wo wir denn stehen geblieben sind. Ich sehe hier schon, dass wir hier noch eine Aufgabe hatten. Holen Sie sich das Geschenk Ihres Einwohners ab. Ich weiß nicht mehr, was das zu sagen hatte. Ob wir da irgendwas für gemacht haben schon. Oh, was fürs Museum. Diesen Menschen müssen wir wahrscheinlich finden, ne? Da! Der Triumph stürmt und drängt mir durch jeden. Weiß gar nicht, ob wir da irgendwas für gemacht haben. Und unser Gewinn ist ja mal mega. Schaut es euch an. Krass. So, was haben wir hier für Probleme? Das Schiff wird angegriffen. Müssen wir da einen neuen Waffenstillstand vereinbaren? Ich denke nicht. Da können wir mal gucken, ob wir da auch was verbessern können. Ora, zu Hause in und ich dachte leider schon, nicht. Ich wäre von gestern. Was habe ich Ihnen gesagt? Ich habe nichts. Er hat nichts. Gut, dann machen wir hier auch mal. Oh ja, für wen halten Sie sich? Gott? Ah, hat nicht funktioniert. Nochmal drüber schauen? Dann so und hier. Ah, das gefällt. Du bist durch und durch gut. So. Vielleicht gebe ich gleich den Start. Leicht eingeschränkt. Nee, wollen wir auch nicht. So, jetzt gucken wir einmal nach der Zeitung. Diese Zufriedenheit. Sie haben uns etwas voraus. Immer das, ich verstehe es nicht. Das wird immer durch das ausgelöst, dass irgendwo. Kein Ihre Einfluss. Fakten. Das wird ausgelöst, wenn irgendwo was fehlt. Warum so gemein? Aber leider ist das halt so, dass wir das. Weil ich möchte nicht noch mehr Produktion jetzt immer bauen. Es kann mal sein, aber nicht andauernd, dass wir da ins Minus geraten. So, wir sind hier auf der Insel. Das Sahnehäubchen für unsere Freundschaft. Warum so gemein? Tut mir leid. Möchte ich nicht. Wir gucken mal ganz kurz, was fehlt eventuell. Generell würde ich fast sagen, wir könnten hier mal, wo ich das gerade alles so sehe, und ich habe das bei vielen gesehen, das Lager erweitern. Es könnte durchaus gefährlich werden. Ich hoffe, du findest es aufregend. Die Frage ist, brauchen wir die dicke Bertha gerade noch? Oder wollen wir die nicht mal entsorgen? Ich meine, die Rohstoffe, wenn wir die haben, dann können wir die ja vielleicht auch relativ schnell hier wieder errichten. Weil da ist dieses Loch, das haben wir schon öfters mal gesehen, dieses Problem. Oh, doch. Spielstand. Dann würde ich es nämlich so machen. Und hier die Kapazität der Insel mal erhöhen. Um wie viel haben wir das jetzt gemacht? Um 150, ne? Ne, doch, um 150. So. Man könnte natürlich jetzt sagen, der wird auch hier hingesetzt. Ah, ich finde das so gar nicht schlecht. Ne, das lassen wir mal so. Aber wie sieht es denn mit unserer Produktion hier aus? Oh, ich finde, das stört immer. Schnaps nimmt ab. Kartoffeln nehmen zu. Das bedeutet eigentlich, dass wir erstmal hier ausbauen und dass wir dann die Schnapsproduktion
verbessern? Ihr Hafen wird angegriffen. Wer ist denn das? Eldorado. Wer ist das? Ach so. Die Waffenruhe wurde beendet. Ach so. Das ist diese Aufgabe hier unten. Oh, toll. Leute. Jetzt verstehe ich. Allerdings weiß ich nicht, wo gerade unsere Flotte unterwegs ist. Neue Befehle? Ja. Der muss ja dahin, um das sowieso einzusammeln. Die Waffenruhe wurde beendet. So, aber ich würde hier gerne ein bisschen mehr Schnaps produzieren. Die Menschen lassen sie hochleben. Und zwar, hier, das bauen wir auch nochmal aus. Das ist nämlich auch gut für die Schnapsproduktion. Ist das ärgerlich? Es passt nämlich nirgendwo mehr was hin. Die Frage ist, ja, wir könnten das hier noch machen. Nochmal zwei neue. Beziehungsweise auch weiter gerne hier. Aber die passen ja sowieso nicht hin. Von daher ist das gar nicht so schlecht, hier die auszubauen. Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Schnaps müsste dann zunehmend sein. Auch hier würde ich gerne ein bisschen nachrüsten. Jetzt können wir nämlich das so machen. Dann können hier noch zwei Schnapsbrennereien rein. Die meinetwegen auch erstmal pausiert sind. Eventuell Wolle müssen wir eventuell auch nochmal nachjustieren. Wurst steigt, Brote steigen enorm, Weizen steigt jetzt auch. Das bedeutet, Bier wird mehr gemacht. Bier mangelt aber an Hopfen. Ich meine, das hatten wir aber auch schon ausgebaut. Paprika. Ach, guck mal, da fehlen die Warenhäuser. Wie dumm. Sehr ärgerlich. Aber dann kommt auf jeden Fall mehr Hopfen auch nach. Können wir die noch drehen? Dann würde mir das Ganze nämlich noch besser gefallen. Da passen aber die Felder nicht rein irgendwie. Die stehen irgendwie alle anders. Wir können die allerbesten Freunde werden. Achso, das haben wir den falschen hier. Sieht besser aus, ne? Ja, ja. Okay, zurück zur Insel. Weiter gucken. Weil Hopfen, gleich ist Hopfen leer. Ich weiß nicht, ob das Schiff vielleicht schon da. Das ist noch nicht in Benutzung hier. Aber ich sehe es auch so als Spielstand. Doch, da kommt Hopfen. Ist übrigens fast am Limit. Was das Schiff so mitbringt. Hat aber noch eine Kapazität für mehr Hopfen. Okay. Dann hat sich das erledigt. Das heißt, wir können da noch mehr Hopfen mitbringen. Wir die Uhr tickt. Müssen nur noch. Warum steht er da? Weil das versenkt wurde schon. Ah. Aber der sammelt das mal bitte ein, so. Weitere Dinge sind hier Nähmaschinen. So, Rindfleisch fehlt auch. Müssen wir auch nachgucken. Pelzmäntel sind super steigend, rum auch. Kaffee sinkt schnell. Alles andere steigt. Alles andere steigt. So, also. Hier hin. Und gucken,
was wir verbessern können. Alles im Lot, sage ich mal. Schiff haben wir jetzt nicht da. Was brauchen die denn? Ja, wollen wir die erstmal versorgen? Wäre dann Brillen. Wir müssen jetzt ja gucken, dass wir... Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Welche Insel ist denn das? Hamburg, genau. Hamburg müssen wir jetzt gucken. Das ist eine dieser Linien nach Hamburg. Die müssen wir dann vielleicht mal umbenennen. Eigentlich müssten wir die nur Hamburg nennen. Weil wir sehen ja, was die transportieren, ne? Ja, eventuell müssen wir dann halt... Ne, pass auf, wir nennen die jetzt tatsächlich alle mal auf. Hamburg. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Und gucken mal, ob wir die alle Hamburg nennen können. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ja sein, dass er sagt, die haben wir schon mal, aber nee. Scheint zu funktionieren. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Das ist nicht eine von denen. Haben wir noch eine? Oder hatten wir die umgelegt? Es kann sein, dass wir das alles in diese Route hier hineingestopft hatten. Dann machen wir aber noch ein neues Schiff. Das nennen wir auch Hamburg. Hamburg. Und dieses Schiff ist dann dieser eine Frachter, der noch da ist. Und der nimmt mit. Wir fangen mal mit 15 Tonnen an. 15 Tonnen Brillen. 15 Tonnen Hochräder. Der kann ja eigentlich schon alles mit dahin nehmen, oder? So, Brillen, das, das, das. Das haben sie eigentlich schon. Kaffee. Kaffee würde ich nochmal ausklammern. Da müssen wir erst gucken, ob wir da mehr herstellen können. Okay. Der soll da schon mal fahren auf der Linie. Wir gucken da mal ganz kurz. Die brauchen... Genau, Brillen und... Hochräder. Und Rum. Rum. Weiß ich jetzt gar nicht, ob sie das schon bekommen. Mit irgendeiner Linie. Wir gucken kurz. Doch, hier. Das heißt aber, das ist nicht ausreichend. Da müssen schon mal um die 40 Tonnen transportiert werden. Weil das sonst extremst in den Keller geht. Weil, guck mal, das ist leer. Das Rumlager. Genauso Nähmaschinen. Doch aus der Richtung, da müssten die Schiffe herkommen. Frachtschiff, einer kommt, der bringt Nähmaschinen. So, dann würde ich sagen, wir rüsten die Linien alle direkt mal auf, so ein bisschen. Auf Ihren Befehl. Ein paar Tonnen mehr. Beim Schnaps und bei den Nähmaschinen erstmal. Schnaps. Gehen wir vielleicht direkt auf 40 Tonnen. Und Nähmaschinen setzen wir auf 35 Tonnen. Die brauchen wir ja sowieso irgendwann. Doch, jetzt passt es, genau, so.
Unser Ziel ist es dann jetzt, um die hier aufstellen zu lassen, Taschenuhren anzuliefern und Kaffee anzuliefern. So, das Ding ist, bei den Taschenuhren haben wir schon mal leichte Probleme. Die kommen nämlich nicht in den Mengen nach, in denen ich die gerne nachkommen lassen würde. Jetzt gucken wir mal hier. Das Problem ist nämlich das Gold, genau. Gut, dann müssten wir eigentlich in die neue Welt reisen, um nochmal Kaffee und Gold nachzubessern. Beziehungsweise lasst uns mal gucken, wie sieht das mit dem Kaffee hier aus. 319 Tonnen. Ja, das sinkt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die Schiffe das jetzt nochmal auffangen. Okay, wir gehen mal in die neue Welt. Zack. Sie mag hübsch aussehen. Mm, so. Gehen auf unsere wichtige Hauptinsel erstmal. Und schauen mal, was haben wir hier? Das können wir nicht mehr ausbauen. So, da ist Kaffee. Kaffeebohnen sind nämlich super viele vorhanden. Es kann sogar sein, dass wir die Produktion gedrosselt hatten. Vorsicht, Hefe, mach dir deine protzigen Schuhe. Genau, guck mal. Na, die lassen wir mal bei 5%. Die Insel. Dafür setzen wir die Röstereien erstmal wieder normal. Und wir müssen vielleicht nochmal eine neue bauen. Wir gucken mal, wie das Verhältnis da wäre. Wo haben wir denn Kaffee? Bin ich blind? Da. Also es passt eigentlich, das Verhältnis. Na gut, dann wird das aber reichen, wenn wir sagen, wir geben den 5% mehr. Eventuell nehmen wir die 5% der anderen auch noch weg. Wie sieht denn das hier aus? Mit Essen. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, guck mal. Nähmaschinen haben die ja super viele da. Das Essen ist knapp. Lassen wir mal gucken, wenn jetzt ein bisschen mehr Kaffee ankommt, was sich da verändert. Und hier können wir ja dann auch weitermachen. Hier haben wir zum Beispiel auch Kaffee. Die Waffenruhe wurde beendet. Wollen die eigentlich Kaffee? Ja. Könnten wir denen das hier auch geben? Und wir haben hier auch Gold auf der Insel. Gold ist das, was wir wollen. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal unsere 6 Goldvorkommen durch. So nah wie möglich an der Siedlung. Ja, ich würde sogar sagen, wir bauen 2 Goldminen. Mein Vater starb in den Minen. Dann brauchen wir noch ein paar mehr Häuser. Die haben natürlich ein bisschen mehr Geld hier, die Goldminenbesitzer. Spielstand gespeichert. So, und dann stellen wir hier das Markthaus hin. Ich hoffe, das reicht jetzt im Umkreis. So, dann sieht das ein bisschen schicker aus hier. Nicht genügend Arbeitskraft, ja, ja. Da gucken wir jetzt mal, dass wir hier eine Krankheit ist ausgebrochen. So einen Bereich noch aufsteigen lassen. Dann. Nee, dann bauen wir erstmal in die Richtung weiter, würde ich sagen. So. So, dann passt das. Die sollten auch versorgt werden. Eigentlich. Das Lager ist voll, Hefe. Und dann produzieren die hier ordentlich Gold nochmal. Dann müssen wir mal gucken, haben wir noch eine Route hier unten?
in der neuen Welt. In der neuen Welt. Zumbi. Irgendwelche Routen müssen noch da unterwegs sein. Welche sind das denn? Nee. Hey, welche sind denn da unterwegs? Die. Die ist das. Okay, die nimmt aber schon alles Mögliche mit hier. Die hat gar keine Kapazität mehr für Neues. Das ist wahrscheinlich die einzige, die hier ist. Dann würde ich einfach nochmal eine neue Route machen. Zack, zack. Erstmal nur für Gold. So. Dann müssen wir noch ganz kurz nach einem Schiff schauen. Schoner steht bereit. Der Schreck. Oder hier der. Wäre natürlich auch cool. Fliegender Dodo. Dass der das macht. Weil der bewaffnet ist für Gold, dass der nicht angegriffen wird. Komm, lass uns den fliegenden Dodo auf die Route setzen. Finde ich witzig dann. Nee, Routen. Fliegender Dodo hier. Zack. Bitteschön. Dann sehen wir die Schiffe nämlich auch ein bisschen hier rumfahren. So, dann kommt hier mehr Gold an. Mehr Druck im Kessel. Okay. Wir müssen uns auch mal um diese ganzen Linien kümmern, was da so die ganzen Probleme sind. Damit sollte das aber steigen. Was jetzt mit dem Kaffee ist, weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich auch das Problem hier. Auch da ist das Lager voll. Wir können natürlich jetzt mal auch hier Depots bauen. Wir müssen uns unbedingt auch hier um den Hafen noch kümmern. Moment, welche Taste? V, ne? So. Weil dann haben wir den Vorteil, die lagern noch mehr und die Schiffe können wirklich ganz viel mitnehmen. Vielleicht ist auch das einfach das Problem, das wir ja schon öfters mal hatten. Aber dann würde ich sagen, ich muss mich erstmal hinsetzen. Oder doch, pass auf. Doch. Wir machen das folgendermaßen. Wir haben ja jetzt hier dieses Schiff zur Verfügung. Und wir bauen einfach hier auch ein bisschen Kaffee an. Man sieht, allen geht es schon viel besser. Wir bauen mal kurz. Die Epidemie wurde besiegt. Wenn wir eine abreißen. Ja, dann machen wir. So, wir können ruhig ein bisschen Platz verschenken. Meinetwegen. Spielstand gespeichert. So, dann kommt hier nämlich noch, ne, dann bräuchte man noch zwei, ne? Erstmal kommt hier jetzt die Rösterei mit hin und wir gucken dann mal, die produzieren dann nicht ganz so viel hier, aber so, jetzt brauchen die nochmal hier neue Menschen auf der Insel. Ich weiß nur gerade noch nicht so genau wo.
So, jetzt sollte es eigentlich passen. Sie haben ein neues Kaffee kommt damit erreicht. Etwas mehr nach. Dann können wir auf diese Goldlinie hier auch den Kaffee setzen, der hinübergebracht wird. So, der wird dann hier hingebracht nach Abacha. Und kann dann von hier aus das, was da unten überbleibt, was die Leute dann nicht verbrauchen, abtransportiert werden. Bereit für den Einsatz. Boah, die können alle auch nicht mehr abtransportieren hier, ne? Es ist so voll. Wir bräuchten hier auch ein größeres Hafengebiet für die ganzen Schiffe, die hier ankommen, aber gut. Wir schlüpfen mal wieder in die alte Welt. Und die Folge ist auch gleich schon wieder zu Ende. Und gucken mal, dann können wir zumindest auf diese Linie nochmal ganz schnell gehen. Und sagen, hey, nimm doch ein bisschen Kaffee mit. Muss ja erstmal gar nicht so viel sein. Machen wir erstmal 15 Tonnen. 15 Tonnen Kaffee. Upsa. Versorgt. Ey, geil. Achso, falsche Insel. Okay, mein Fehler. Hier, okay, Pelzmäntel. Sollten vorhanden sein. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, können wir ja sogar auch ein bisschen ausbauen. Das machen wir jetzt noch mit den ganzen Linien. Die so weit anpassen, dass wir hier wirklich auch gut versorgt sind. Lasst uns das noch schnell nachschauen. Mehr Pelzmäntel. Kaffee kommt danach wahrscheinlich. Ja, Taschenuhren wären dann und Rum. Gucken wir mal, wie das mit dem Rum sich verhält. Wahrscheinlich wird der auch zur Neige gehen, bevor das nächste Schiff ankommt. Erwarten neue Horizonte. Was ist denn das hier? Nee, das hat auf jeden Fall keinen Rum dabei. Guck mal. Ein neuer Auftrag. Hier kommt ein Schiff. Und das andere Schiff ist... Ein Schiff erster Klasse. Wo ist es denn? Erwarten neue Horizonte. Das ist es nicht mit dem Rum. Wo wird denn unser Rum transportiert? Auf Ihren Befehl. Was das? Wo ist denn das Schiff denn? Von unserer Rumlinie. Hier. Das ist also erst hier. Also müssen wir auch diese Linie nochmal aufwerten, weil Rum ist alle. Rum nach Hamburg ist alle. Dann müssen wir vielleicht gleich hochballern auf 50 Tonnen. So. Wie sieht denn das mit dem Lebensmittel, mit den Dosenessen aus? Sehr gut. Nähmaschinen. Ja, aber es sieht ja jetzt gar nicht so verkehrt aus. Wenn mehr Gold kommt, werden ja auch mehr Taschenuhren produziert. Spielstand gespeichert. Und so langsam wird es dann weitergehen. Beim nächsten Mal können wir vielleicht noch mal ein bisschen was aufsteigen lassen. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir dann hier auch Strom her. Eine Reihe ungelöster Gleichung. Und so weiter. Das zeigt sich aber dann. Für heute war es das erstmal mit dieser neuen Folge Anno 1800, wenn es euch gefallen hat. Boah, welche viele Schiffe hier sind. Ah ne, das sind nur die, die hier schon stehen. Aber trotzdem, hier ist was los im Hafen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich bin erstmal raus. Bis dann, euer Kümmerer. Bye, bye. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Neue Befehle?
Kreuzer bereit.